So, ihr wisst, wie der Hase läuft hinter auf meinen Arm. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja, ich weiß, ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als du. Sie flirtet mit jemand anderem. Ja, so. Oh. Oh. 3, 2, 1. Kappa! Ich kann mit Knoblauchsoße und Eier essen, Bruder. Oh mein Gott, ihr habt deine Mutter beleidigt! Oh mein Gott! Hi, Francis. Ich würde weiterlaufen. Warum weiterlaufen? Ich liebe Schlangebeine, weißt du, Haar. Schlangebeine? Ja. Lass es mit dem Süß sein. Was geht ab, Aschaffenburg? Ladies and Gentlemen, ich gehe noch mal nur mehr sicher. Bis ich dieses Tinder hinbekommen habe, habe ich meine Organe verloren. Ich habe sogar Nieren gespendet. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken einmal unsere Ladies ab. Ey, Applaus einmal, komm. Boah, guckt sie euch mal an, Alter. Eine hübscher wie die andere, oh mein Gott. Und jetzt die uns noch mal Applaus. Boah, was? Oh mein Gott, Afrikaner. Was von Golo, Digga, Gatze. So, ihr wisst, wie der Hase läuft Tinder auf meine Art. Aschaffenburg, Volksfest. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin die Lilly. Wie? Lilly. Lilly, woher kommst du? Aus Walderschaff. Kennt wahrscheinlich keiner, ja. Kenn ich, da wohnt ein Kumpel von mir. Hallo, Burak. Ja. Okay. Bist du Single? Ja. Dann bist du ja perfekt heute hier. Denn deine Aufgabe ist, mein Kind, diesen Typen einmal von oben bis unten abzuchecken. Check ihn ab. I've been really trying, baby. So, Lilly, Liza Minnelli. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja. Ja? Ja. Gefällt er dir? Mega. Was gefällt dir an ihm? Ne? Alles? Alles? Auch wie er lächelt? Ja. Schon sexy, ne? Mega. Lächel weiter. Sehr korrekt gemacht. Was sind deine Typen optisch? Dunkel. Dunkel? Aber trotzdem deutsch, wenn man das sagen kann. Okay, du hast es sehr korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben ab. So, Gigo, stell dich vor. Ich bin der Janis, 21 und komme aus Rondbuch. Okay, so. Du checkst ja auch einmal ab, die Lady, von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ja. Oh, du willst sie auch daten? Ja. Dann würde ich auch daten. Bist du auch Single? Ja. Was gefällt dir an ihr? Das Aussehen, das Lächeln, die Augen. Ja. Okay, ey, es hat sehr süß angefangen. Okay, sehr schön. Wir gehen eins weiter. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, und selbst? Mir geht's auch gut, danke. Die Erste, die mich fragt, wie es mir auch geht. Woher kommst du? Auch aus Walderschaft. Du weißt ja, warum du heute hier stehst, oder? Ja. Du checkst diesen Gigo, guck dir den mal an. Frisch aus Afrika und oben bis unten ab. Check ihn ab. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ist nicht mein Typ. Was gefällt dir nicht? Sein Outfit gefällt mir nicht. Ich weiß, dass es Tradition ist, ja. Aber gefällt mir nicht. No go? Nein. Was sind deine Typen? Breit gebaut, Vollbart, ja. Er ist es nicht. Nein. Okay, wir hören uns mal die Meinung von drüben an, ja? Komm mit. Oh, Gigo. Ja, Bruder. Stellen Sie sich einmal vor. Mein Name ist Mamadou. Mamadou? Ja, und ich komme aus Senegal. Senegal. Check sie mal ab von oben bis unten. Würdest du diese daten, Kaffee trinken gehen, essen gehen? Ah, Bro, ich sag ehrlich, nicht mein Typ. Nicht dein Typ? Ja. Warum nicht? Sie ist sehr schön, aber eigentlich nicht mein Typ, weil sie nicht so groß, weißt du. Was, weil ich? Warum? Du bist sehr schön, aber du bist nicht mein Typ. Nicht dein Typ? Ja. Okay. Nicht so groß. Nicht so groß, aber er ist ja auch nicht groß. Ja, ich weiß, ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als du. Was magst du für Frauen? Was magst du für Frauen? Was du für Frauen magst? Ah, ich mag so Frauen ein bisschen dick und ein bisschen groß wie ich. Afrikaner lieben dicke Frauen. Ja, deswegen, aber sehr schöne Frauen. Okay, sehr korrekt gemacht. Wir gehen eins weiter. Hallöle. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Stell dich mal vor. Ich bin Anna, bin 19 und komme aus Dieburg. Okay, Anna. Du weißt ja, warum du heute hier stehst, oder? Ja. Warum? Ich glaube, ich muss ihm fragen, ob ich mit ihm auf ein Date gehen würde. Du bist so sympathisch. Ja, ne? Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Einerseits ja, weil er halt schon mein Typ ist. Aber er sieht ein bisschen zu jung aus. Er sieht zu jung aus? Aber
sein Style feiere ich halt und so. Also. Okay, was gefällt dir noch nicht? Die Kappe gefällt mir nicht. Die Kappe? Ja. Was stört dich an der Kappe? Was noch so? Und sein Schnurrbart halt. Sein Schnurrbart? Ja, ist halt nicht so meins. Nicht deins? Nein. Okay, was sind deine Typen? Blond, blaue Augen. Okay. Und so Babyface. Babyface? Ja. Okay, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich vor. Ich bin Serkan, 18, komme aus der Nähe Darmstadt. Okay, Serkan, check sie mal ab, die Lady von oben bis unten. I've been really trying, baby. Serkan, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. An sich ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Weil es hat schon bestimmte Gründe, zum Beispiel, sie hat kein BH an. So, man sieht alles durch, feier ich nicht. Guck mal, also ich würde schon daten und so. Aber zum Beispiel, du hast kein BH an und so. Das feiere ich jetzt. Okay. Ich sag mal so, jeder läuft schon, wie er möchte. Und wenn es dir nicht gefällt, aber ist korrekt, dass er es so sagt. Ja, sonst geht eigentlich alles fit. Aber was ich auch nicht feiere, zum Beispiel, das Kleid ist an der Seite offen. So. Aber sonst eigentlich schon. Und halt schwarze Haare. Schwarze Haare, ich weiß nicht. Das steht halt nicht jedem. Hellhäutigere Frauen stehen nicht immer schwarze Haare. Hier würden eher braune blonde Haare stehen. Also ich sag ehrlich so, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich ihn auch nicht so ansprechen, so, weil sieht halt so jung noch aus und so. Also ich sag ehrlich, ich würde so freundschaftlich essen gehen, das wäre dann schon gut, aber mehr auch nicht. Was ist mit ihm? Welchen? Der? Der hier? Oh, was geht, Treue, alles fit? Hä? Was sagst du zu ihm? Ist schon hübsch. Hübsch? Geht auch schon. Dankeschön. Du bist auch schon. Du hast auf jeden Fall einen nice Körper. Dankeschön. Oh, der geht richtig. Ich würde auf jeden Fall daten. Ich würde auf jeden Fall daten. Ja? Ja, Mann. Würdest du ihn auch daten? Ja. Sie flirtet mit jemand anderem. Ja, so. Oh, guck mal. Oh mein Gott! Was sagst du dazu? Guck mal. So, sie sagt freundschaftlich essen, aber da macht sie so. Weißt du, was ich meine? Das ist dann wiederum auch nicht korrekt. Ja, guck mal, ihm würde ich so richtig daten, halt nicht so freundschaftlich. Aber warum ihn und nicht mich? Du siehst, guck mal, wenn wir nebeneinander sind, du siehst vielleicht aus wie so mein kleiner Bruder, weißt du, was ich meine? Aber es ist nicht böse gemeint, weil du siehst gut aus, aber du bist halt zu jung, sonst gerne. Aber warte, was sagen die anderen dazu? Hey, findet ihr, ich sehe aus wie ihr kleiner Bruder? Nein. Ist schon mal keine Ausrede. Er ist halt groß, weißt du? Was? Die Größe. Chris passt doch. Chris ist doch besser, oder nicht? Ich sag dir ehrlich, die passen nicht. Ich finde, die passen nicht. Sie macht so auf braves Mädchen und so und er ist so 0815. Kennst du Amsterdam, diese eine Straße, Schaufenster? Was meinst du? Okay, wartet. Also ich glaube, die Jungs geben mir da recht. 3, 2, 1. Karma! Dankeschön, aber ich achte nicht auf solche Kommentare, weil auf dem Niveau möchte ich nicht sinken. Oh, was sagt die da? Das oh mein Gott, die hat deine Mutter beleidigt. Oh mein Gott, das ist so. Warte mal, weißt du, vor dem Video sagst du mir, du willst mich daten und dann auf einmal sagst du so, dass wir uns gut verstehen und dann sagst du so, nein. Ist okay. Vor Video hast du auch gesagt, du würdest mich daten, danach sagst du, ich sehe aus. Daten, aber danach, dass du so machst. Doch. Alle haben gesagt, du hast nein gesagt. Ich dann zu ihm und hab dir sogar gesagt, ey, guck mal, ich würde dich daten so, aber ich hab gesagt, das bestört deine Kappe und du schießt direkt, weißt du das schon eher? Ich hab nicht direkt geschossen. Hab ich nicht. Denen ist die Meinung anderer wichtig so, wenn zum Beispiel sein Kumpel sagt, ey, rennt, der rennt. Und das möchte ich nicht. Aber darf sie so? Eigentlich darf sie nicht so. Aber stimmt, sie hat gesagt, sie sieht aus wie ihr kleiner Bruder, aber bin größer. Erinnert mich an meinen Bruder, wenn ich ihn sehe. Guck mal, sie sagt, ihr seht euch nicht ähnlich, aber dann ja Gesicht und so. Und wie beenden wir das jetzt mit euch beiden? Wir gehen essen. Okay, klar. Also so läuft das hier ab. Aschaffenburg, schön, Aschaffenburg. Ist normal hier? Ja, normal. Aschaffenburg, voll fest, Allah. Andere Welt. Ist immer voll. Ja? Ja, Aschaffenburg, krass. Zu den Jungs hin? Ja, geht so. Warum? Viel zu viele Kennex. Aber Mädchen, was? Viel zu viele Kennex. Was hast du gerade gemacht? Hä? Was habt ihr gerade gemacht? Nichts. Wir haben uns verabredet auf ein Date. Nächsten Samstag. Was hast du da? Was meinst du, Bruder? Ich meinte, was haben sie gemacht hinter Kamera? Hinter Kamera?
Okay, und jetzt? Komm mal her, Gigo. Komm her, komm her! Ich meinte, beide raus. Komm, Bruder, komm! Beide hinter Kamera, was haben Sie gemacht? Also, was haben Sie gemacht für hinter Kamera? Ich hab mich getragen. Sag ehrlich, sag ehrlich. Date. Nur Date, mehr nichts. Noch nicht, noch nicht. Und wann machen was? Nein, nein, du musst ehrlich sein jetzt. Aber sie muss, du musst sie fragen. Also. Was willst du von ihm? Was willst du? Wir gehen auf ein Date. Einfach Date. Genau. Ohne gar nichts. Nee. Geht nicht ohne gar nichts. Muss zeigen. Ist deine Meinung, mein Bester. Also, muss zeigen. Oh. Aber trotzdem, du siehst sexy aus. Er ist mir ein bisschen zu alt. Ja. Mit sowas. Ich schwöre, ich kann mit Knoblauchsoße und Eier essen, Bruder. Oh. Was sagst du? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich sag ehrlich, also wenn ich ihn sehe, er könnte mein Vater sein, das ist nicht so. Also ich habe eine Frage, wie findest du ich? Also von deinem Style siehst du gut aus, aber bist nicht mein Typ, weil du siehst echt alt aus. Ja, ja, ich bin älter, ja, natürlich, ich bin älter als sie, aber trotzdem, ich bin sexy. Dunia mein kitni hai nafrat. Was? Ich würde ihn trotzdem nicht daten. Ja, ja. Ich weiß, du denkst an mich, brrr. Klar, jede Nacht, mein Bester. Echt? Ja, ich weiß, wegen Kamera, du sagst nicht, ey. Wie sprichst du eine Frau an? Wenn sie läuft auf Straße, du siehst das erste Mal und sie ist älter, zum Beispiel. Erstmal peinlich. Wie würdest du ansprechen? Mach mal, wir sind alle nicht da. Also, ich erstmal guck. Erstmal, ich guck Beine. Warum Beine? Weil ich will, ich liebe Schlange Beine, weißt du, haben. Schlange Beine? Ja. Okay. Und danach Brust. Brust muss so sein. Okay. Nicht so. Sprichst du, ja. Hi, Francis. Ich würde weiterlaufen. Warum weiterlaufen? Das ist too much. Ich mach gar nichts. Gar nichts. Ich will einfach reden. Ja, aber das kannst du ja normal sagen. Also, ich habe gesagt, hi, Francis. Das heißt, ich will süß zeigen. So. Lass uns mit dem süß sein. Ja, bitte. Wie viele von du als Welt, dein Vater? Ich bin keine Haji, eine Stunde reden. Muss kommen. Ey, was mache ich aber jetzt hier? Das war's mit Aschaffenburg Volksfest. Es war echt schwer, das hinzubekommen. Aber Aschaffenburg, ihr seid trotzdem krank. Was geht ab, Aschaffenburg?